Wir haben hier in Paris jetzt unsere erste gemeinsame Working Session eigentlich für unser Schubert-Projekt, was wir nennen eine Winterreise, also nicht die Winterreise. Also wir arbeiten nicht an den 24 Liedern von der Winterreise, sondern an einer speziellen Auswahl, die wir gemeinsam getroffen haben. Also von mir war so der große Wunsch, mit Anne-Sophie dieses Projekt zu machen. Und als wir uns zum ersten Mal darüber unterhalten haben, weiß ich noch genau, dass Anne-Sophie gesagt hat, so, ja, aber ich weiß nicht, ob ich alle Lieder von der Winterreise wirklich gerne singen soll. Und das war so für mich dieser Satz wie auch so eine Befreiung, dass man sagt, ja, lass uns Winterreise als Thema nehmen und etwas sehr Persönliches zusammenstellen, was mit dem Themenkreis von dieser Reise hat, die mit Einsamkeit, mit Isolation, Tod, Auseinandersetzung mit sich selbst und Gesellschaft zu tun hat und daraus etwas sehr Persönliches zu schaffen, weil man muss auch immer sagen, auch Schubert hat erst nur 12 Gedichte gekannt von der Winterreise und das, was man gerne heute so bezeichnet, diese ideale Form von Gute Nacht bis Leiermann, hatte Schubert gar nicht im Kopf, weil er kannte den Leiermann noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe auch gedacht, Winterreise wird so häufig gemacht von vielen Sängern und Pianisten und auch Projekte aus Winterreise, also mit Tanz oder mit Kunst oder Gespiel. Aber dann schöne Lieder von Schubert, die also nicht nur schön, sondern auch mit Texten, die irgendwie einen Zusammenhang haben, hat dann Christoph ausgewählt. Und ich habe auch gesagt, ich mache das nicht ohne Christoph, der so fantastisch spielt und so ein Musiker, mit dem ich mich so sehr gut verstehe. Und das ist toll, dass du dabei bist. Ebenfalls, danke. It's much, much different. It's a much different process. It's by nature a slower process, of course, because we're now a sort of trio sonata, as it were, and not just the two of us. I mean, I think one of the things that I cherish so much about working with Anne-Sophie is that we really don't rehearse very much. And I see that as a massive positive, because I think the question of what your DNA is like as a musician is it sort of oozes out of you. And if you can pick that up from a person without having to talk about it, I think it's the greatest sign of mutual respect musically. But this is different because I think we would sit down together and rehearse a program like this in a very kind of non-verbal way. But in fact, what we need for this program is to understand exactly where we are in the journey. I find myself having to know, as the keyboard player, you know, is my prelude connected to the previous emotion? Is it introducing something new? The postlude, is it something that's closing off something, i.e. to the left, or is it kind of a new idea that's bubbling up under the surface that I then need to usher in to Anne-Sophie? And so Christoph is helping us kind of define and really make more precise these transitions, mm-hmm. and understanding the narrative in our mind. That's so enormously helpful. And also he has very strong ideas about what we should be doing within the songs to highlight these various aspects of where the story mm-hmm. is. And it's enormously collaborative and helpful process, mm-hmm. I find.
Hier wird es sein, dass Anne-Sophie ist die einzige Sängerin an dem Abend, aber man wird die Figur gespiegelt sehen in anderen Figuren, die übernommen werden von Tänzern oder stummen Schauspielern, und dass man diese Wandererfigur, die es natürlich als Zentrum gibt in dem Stück, der von sich so viel erzählt, auch wie Gesprächspartner hat und sich selbst gespiegelt sieht in anderen Figuren. Mit jedem Jahr, dass ich älter werde, hat er eine größere Bedeutung. Mm. Als ich jung war, ja, war er nur ein von allen, und ich fand Wolf so viel, Hugo Wolf so viel toller und so viel mehr spannend, und dann Mahler natürlich, mm, und ja, Schumann auch nicht schlecht, Schubert verstehe ich nicht so ganz, aber inzwischen ist er wirklich für mich so unglaublich gewachsen als Komponist. Ich verstehe jetzt seine Größe. Also so ist es wirklich. Ich freue mich so, noch weiter älter zu werden, zusammen mit Schubert, und ihn singen, vielleicht unterrichten und auch seine Musik zu hören. Es ist unglaublich, was dieser Mann, was er von diesen Texten verstanden hat und sie in der Musik eingebaut, und welche Erfindungsreichheit, mhm, er hat, und wie er nicht nur die Stimme, sondern auch was er dafür mit dem Klavier, das Klavier spricht wirklich. Ja, total. Ja, ja. Gemeinsam, man geht gemeinsam durch viele von diesen Liedern, der Pianist und der Sänger, und sagen verschiedene Sachen. Es ist sehr spannend. Und für mich, also viele von diesen Liedern habe ich nie gesungen. Und es sind solche Entdeckungen. Ich bin total knocked out. I think it's so much a question with Schubert of understanding that combination of the surface material, i.e. the melody. But then, as you say, also this kind of undercurrent of a harmonic richness that he offers, which I think a lot of singers maybe are not necessarily on the lookout for, not moved by in the same way. Yeah. And I have the impression that when one comes to this music with more of a sort of late 18th century look at the harmonic audacity also of Schubert, it's extraordinary. I mean, sometimes he writes the most naive kind of folkloric sounding music, but then at other times it has a kind of Wolf Mahlerian chromaticism modality, harmonic, just extraordinarily daring, and that's a wonderful thing to explore together, I find. Yeah.